Mein Fazit zu diesem ganzen Beef und was alles passiert ist und keine Ahnung was. Kritikpunkt Nummer 1 von mir aus ist der Schnitt von Icon. Das Problem ist einfach, dass wir in diesem Schnitt schon so hart in unserer Moralwaage beeinflusst werden, dass wir schon gar nicht uns eine eigene Meinung bilden können. Das ist Kritikpunkt Nummer 1. Kritikpunkt Nummer 2 ist für mich Jury. Liebe geht raus, dass die so ein krasses Format zustande bringen und wirklich heftige Leute da reinkriegen und ne und so weiter. Aber ich finde, da muss es konsequentere Regeln geben. Es kann nicht sein, dass Entscheidungen abgerollt werden und gesagt werden, ah, macht ihr das mal und ihr habt noch eine Chance und ach, der eine darf einspringen, der andere darf nicht und das und ach doch, heute machen wir es doch und jetzt darf doch nochmal das ganze Team jemanden auswählen, nachdem ja eigentlich klar ist, dass sich das irgendwie alles schon positioniert hat. Ich bin immer noch der Meinung, dass jeder seine Seite von mir aus auswählen soll. Ne? Seht von mir aus den, ich nenne es jetzt den Business-Hasuna im Recht oder seht die Jungs moralisch im Recht. Ist mir scheißegal. Was ich aber gerne wollen würde, wäre, dass die Startposition, da wo dieser ganze Diskurs anfängt, dieser ganze Beef anfängt, dass da eine neutrale Berichterstattung... Bruder, das klingt so komisch. Aber wisst ihr, was ich meine? Es kann nicht sein, dass das halt alles in diese eine Richtung geschnitten wird, aber wirklich in wirklich alles. Ne? Wie gesagt, ein Team hinter Asu, aber kein Team hinter Hasuna bei den Live-Dingern. Ne? Was denkt der Zuschauer sich denn? Es wird nicht gezeigt, dass Hasuna gesagt hat, dass er alleine sein wollte. Er wollte das. Ich habe das auch erst nach den Folgen gehört. Aber guck mal, das meine ich. Ne? Das meine ich. Ich finde das halt schade, dass man solche Infos halt einfach nicht hat. Und dann bildet man sich ein Bild. Dann bildet man sich ein Bild. Ihr wisst, was ich meine. So, und das meine ich mit, man hat keine neutrale Ebene, wo man dann gucken kann, yo, die Meinung gefällt mir besser oder der Move war cool oder so. Ne? Das finde ich halt, das finde ich schade. So, Freunde, herzlich willkommen zur neuen Folge Icon. Jetzt kracht's. Oh, neuer Sponsor, oder was? Aha. 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 Ah, natürlich, erstmal ein Song, ja klar. Hallo. Kasse auf, Kasse auf. Ganz ruhig. Mach mal die Kasse auf. Bitte nicht schießen. Zit dann nicht. Zit dann nicht. Bitte ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben. Bitte du packst jetzt alles in die Tasche rein, hast du gehört? Mach ich. Ich dachte, jetzt kommt Snickers. Sponsor. Ich hab mich die ganzen Abend Zeit. Willst du nicht den Snickers nehmen? Okay. So. Sind das Takis? Ich pack mir die auch noch, Bracker, ja? Ich hab's wenigstens gelohnt, dann. Warum haben diese Takis eigentlich so ein Hype? Warum? Ich küsse eure Herzen, ja. Guck mal, das Para könnt ihr behalten, ne? Aber lasst mir doch wenigstens die Takis, ja? Das kann nicht mehr so weitergehen, Mann. Tja. Ich muss releasen, Mann. Keine Takis. Weil Gendarmerie... Ihr kriegt Gendarmerie. Okay, komm, haut mal raus. Es wird hart, ich sag euch so, wie es ist. Egal, wer uns heute verlassen wird, wir werden das auf jeden Fall spüren. Ja. Ich will's irgendwie nicht an die Wand malen, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass die Jury die Verantwortung wieder abgeben wird. Entweder kommen beide weiter oder jemand anderes entscheidet. Wenn es nach mir ginge, ich will gerne, dass beide hier bleiben. Das Ding ist, wir haben halt noch ein paar Künstler, die wirklich von der Leistung her noch ein bisschen schwächer sind. Und zwar wegen der Aussage. Weißt du? Wegen der Aussage. Wir haben noch Künstler, die schwächer sind. Ja, jetzt... Ach, guck mal, eine Kopfgeldübersicht gibt's auch. Ach, schön. Ah ja. Es wird hart, ich sag euch so, wie es ist. Egal, wer uns heute verlassen wird, wir werden das auf jeden Fall spüren. Und wenn es nach mir ginge, ich will gerne, dass beide hier bleiben. Ja, ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Also, die gehören für mich hier mit zu den... Ja.
besten beziehungsweise ich hab ne Idee. Ich hab die Lösung für die Jury. Ich hab's. Mach doch eine Boyband. Mach doch einfach eine Boyband. Einfach alle mitnehmen. Fertig. Braucht man gar nicht entscheiden. Bei einem Hasuna würde man es merken, wenn er hier fehlt. Aber auch bei einem Azu würde man es merken, wenn er hier fehlt. Es ist schwierig. Ja, Jungs, wir sind bei Icon 5 Finale. Also wir suchen ja schon den Besten der Besten. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Egal wie hart sie ist. Egal wie sehr wir drunter leiden werden. Aber wir müssen heute eine Entscheidung. Das Ding ist, wir haben halt noch ein paar Künstler, die wirklich von der Leistung her noch ein bisschen schwächer sind als die beiden. Weißt du? Ja, und was willst du jetzt den machen? Besten, wie du sagst. Wir suchen den Besten. Ich sag euch so, wie es ist. Es wäre 100% ein Fehler, wenn uns einer von den beiden verlassen würde, ne? Es wäre ein Fehler, wenn wir heute keinen rausholen. Nein, 100%. Nein, ich bin nicht der Meinung. Es wird uns wehtun. Hasuna, was ich bei dir sagen kann, du hast eine sehr starke, epische Dynamik in deinen Songs, was dich sehr stark ausmacht. Du hast gute Passagen von Bridge in die Hook. Eine gute Luftkontrolle bei deinen One-Takes. Azu, für dein junges Alter bringst du wirklich einen sehr stabilen Vibe rüber. Die Aura stimmt, deine Präsenz, deine Delivery ist sehr, sehr stark. Ihr seid beides Characters und ihr seid in meinen Augen auch beide Stars, die es aber noch nicht wissen, dass die Stars sind. Die Attitude, die Performance war geisteskrank und wir hatten richtig Spaß. Ihr seid beide an eure Grenzen gestoßen, man hat es gemerkt. Ihr habt alles gegeben, um hier im Contest zu überleben und den anderen wortwörtlich zu eliminieren. Ich kann mich meinen Teammitgliedern da nur anschließen. Ich fand auch, ihr beide habt hier heute wirklich sehr, sehr stark performt. Und es gibt hier auch Künstler, die nicht auf eurem Level sind. Ihr gehört unserer Meinung nach wirklich mit zu den stärksten Künstlern. Ist das alles gerade eine Vorbereitung für uns auf, ich weiß nicht, die beiden battlen jetzt gegen alle oder so? Oder irgendwie noch irgendwie wird das was? Oh, der. Ah! Was? Egal wer von euch beiden gehen würde, es wäre eine Fehlentscheidung. Ihr wärt beide ein großer Verlust für das Turnier. Und es wäre eine Fehlentscheidung, einen von euch beiden gehen zu lassen. Die Jury hat sich für etwas entschieden, was den anderen heute hier nicht gefallen wird. Azu, du wirst heute die Villa nicht verlassen. Das heißt noch nichts. Das heißt noch nichts. Ich würde dich jetzt bitten, in die Villa zurückzukehren und sie vorerst nicht mehr zu verlassen. Das heißt noch nichts. Das heißt nichts. Hasuna, du bist alleine gekommen und auch jetzt stehst du hier alleine, ohne dein Team. Und auch während der Zeit bei Icon hat man dich überwiegend gesehen, wie du als Einzelkämpfer unterwegs warst. Stimmt. 100%. Hasuna, ich muss dir ganz, ganz, ganz großen Respekt erweisen. Du weißt ganz genau, dass die Künstler, die um dich waren, nicht mit dir klargekommen sind. Und das war dir völlig egal. Du bist trotzdem an deine Grenzen gegangen. Ja. Dir war alles egal. Die war nur ich die Musik. Ich find's wieder krass, wie die das schneiden, ne? Wie die das wieder so wie die uns wieder beeinflussen, dass wir Sympathien bauen und so. Digga, die machen mich fertig, ne? Die machen mich komplett fertig gerade. Richtig. Ehrlich jetzt. Richtig. Und dir war völlig alles andere egal. Die ganze Politik um dich herum. Ja. Und das muss ich dir ganz, ganz groß anrechnen. Habibi, dankeschön. Hasuna, die eigentliche Frage. Also jetzt ist es wieder so geschnitten, als wäre es was Gutes, dass er alleine war, ne? Und gegen alle anderen gegen ihn. Jetzt ist es was Schönes, was Tolles, oder? Digga, das macht mich verrückt, ne? Wirklich. Was war der ausschlaggebende Grund dafür, dass sich dein Verhältnis zu den anderen Künstlern so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat? Weil ich ein Typ. Ich bin einfach zu direkt. Mein Fehler ist, ich sage sofort, das, was ich denke, das, was ich im Herzen habe, habe ich auf meine Zunge.
Das ist ja, das und dann entschuldigt er sich. Bruder, das macht mich alles so fertig, ne? Diese ganze Manipulation, diese ganzen, ne, von dieser Seite, ne, bei Vito wird das gesagt. Er, ne, 20 Mal irgendwie Scheiße gebaut, 20 Mal entschuldigt und trotzdem, ne, alles wieder cool und alles. Digga, das hat so komische Ex-Vibes. Wisst ihr, was ich meine? Ex-Vibes, Alter. Die ganze Zeit hin und her. Krass. Und das passt einigen nicht. So. Allgemein im Leben, so, das passt, ich bin nicht dieser eine Typ, ich sag dir, hinter deinem Rücken, ja, ich hasse den, guck den mal an. Nein, ich guck dich an und sag dir ins Gesicht, ich hasse dich. Aber genau das wurde doch widerlegt, oder? In dem Statement, war das nicht so, dass er zumindest bei dieser Person, die nicht genannt werden wollte, dass er da auf jeden Fall am Telefon Scheiße gelabert hat über denjenigen und dann gesagt hat, nee, hab ich nicht. Ich hasse den, guck den mal an. Nein, ich guck dich an und sag... Du hast recht, behauptet. Was anderes darf man nicht sagen. Behauptet. Ins Gesicht, ich hasse dich. Aber viele kommen nicht damit klar mit meiner Art. Bei mir, ich hab dieses Zwischending nicht. Entweder man hasst mich oder man liebt mich. Ich hab dieses nicht. Das ist das. Ich find das halt nur schade, dass du halt so direkt warst, dass alle sich von dir abwenden wollten. Weil am Ende des Tages hatte ich auch, glaube ich, das Team deswegen herausgefordert. Ich finde es schade. Es hätte besser laufen können, es hätte alles nicht sein müssen, weil am Ende des Tages seid ihr beide gute Künstler gewesen. Ja, ja. Ich finde es sehr schade, dass sich das so entwickelt hat. Ja. Hasuna, du hast wirklich einen sehr, sehr starken Willen. Du bist immer sehr, sehr fokussiert. Man merkt, dass du die Musik liebst. Allerdings hattest du heute einen Choke. Die beziehen's auf den einen Patzer, wie ich es gesagt habe. Wie ich's gesagt hab, der Patzer. Diesen Fehler müssen wir leider konsequent bestrafen. Yes. Und die Konsequenz für den Choke ist dein Ausschluss am Turnier. Okay. So. Und jetzt können wir wenigstens sagen, danke Jury, dass ihr eine Entscheidung getroffen habt. Ob jetzt irgendwer glücklich damit ist oder nicht glücklich ist, es ist wenigstens eine Entscheidung getroffen worden, okay? Das ist wenigstens jetzt etwas. Wir danken dir dennoch, dass du teilgenommen hast bei Icon 5. Es war uns eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuschauen und zuzuhören bei deinen Songs. Und wir hoffen, dass wir in Zukunft noch viel mehr von dir hören werden. Viel Erfolg. Ich wusste seit Tag 1, dass die Jungs sich nicht mit mir verstehen, weil ich ein Einzelkämpfer bin. Ich bin Alleingänger, ich bin einsamer Wolf. Ich war schon immer so. Das hat man gemerkt. Ich wünsche ihm viel Glück auf seiner Reise. Hoffentlich wird er erfolgreich in dem, was er macht. Und jeder soll einfach seinen Hack bekommen und dann ist alles gut, ja. Hasuna, ich bin fest davon überzeugt, dass dein Weg hier nicht endet. Der fängt erst richtig an. Ich danke dir. Mach dir nicht so viel Kopf. Sehe ich auch so. Ich muss auch sagen, ne, hatte ich euch ja erzählt, ne, viele wollten mit mir quatschen, ne, letzte Woche und so weiter. Alex, lass doch mal zusammen streamen, lass uns doch mal zusammen reden und so weiter. Und ich hatte so ein bisschen, muss ich sagen, so das Gefühl, dass ich irgendwie von ein paar Seiten manipuliert werden kann, soll, keine Ahnung so. Deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte mit keinem erstmal jetzt streamen und auch mit keinem reden groß oder so, weil ich will das einfach nicht. Ich möchte einfach neutral bleiben, wisst ihr? Ich möchte unterhalten werden. Ich möchte die Musik hören. Das ist mir wichtig so. Und der Rest, ganz ehrlich, wie gesagt, meine Kritikpunkte habe ich genannt. Bei dem Rest darf jeder im Endeffekt sich entscheiden und seine Meinung haben. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo zum Glück meiner Meinung nach alles ausgesprochen wurde, okay, und jetzt dürft ihr gucken, findet es fair, dass er weiter ist, findet es unfair, dass er raus ist, alles cool, wir haben wenigstens eine Entscheidung von der Jury, wo wir jetzt nichts mehr gegen sagen können und es ist endlich mal eine Konsequenz. So, da bin ich gerade echt happy, ne? So, das ist das Ding, was mich gerade happy macht. So, und ich hoffe, das wird jetzt durchgezogen, okay, und ich hoffe, dass jetzt nicht mehr kommt, ja, ihr dürft entscheiden und hier ein bisschen und da und nee, doch nicht und sonst was, sondern einfach nur noch straight up und let's go. Das ist erst der Anfang. Ich will jetzt einfach wieder du Musik wirst, hören. Wie du schon gesagt hast, deinen Weg gehen. Genug Skandale. Du hast einen sehr starken Willen, das hast du uns immer bewiesen. Und auch, dass du jetzt hier alleine stehst und dass dir alles völlig egal ist, ist einfach eine sehr gute Einstellung, die nicht jeder hat. Du wirst deinen Weg gehen, egal was passiert. Muss er haben. Du wirst es schaffen.
Mach dir keinen Kopf. Ich danke dir, mein Bruder. Also Hasuna, auch wenn du jetzt aus Icon 5 raus bist, die Jury, das ganze Team von Icon glaubt an dich und wünscht dir für deinen weiteren Weg viel Erfolg. Ich danke euch. Habi. Wir würden dich jetzt bitten, deine Koffer zu packen und anschließend die Villa zu verlassen. Okay. So, und jetzt müssen wir mal außerhalb von diesem ganzen, wie gesagt, diesem ganzen Beef und alles reden. Wir haben letzte Folge uns beide Sachen angeguckt und ihr wisst, dass ich auch gesagt hatte, da war ein Patzer. Ich für mich persönlich habe über den Patzer hinweggehört. Ich persönlich fand seinen Song auch stärker, muss ich sagen. Aber so ist es. Geschmack ist Geschmack. Und wenn die das als Punkt sehen, dann ist es so. Fertig, aus. Ne? Brauchen wir auch nicht mehr groß diskutieren oder so. Das ist so. Genau, Kapitel abschließen. So, Leute, Forza ist runtergeladen. Weiter geht's. Erster Platz sein. Ja. Es reicht mir, wenn ich Sieger der Herzen draußen bin. Das ist für mich wichtig, dass die Leute mich lieben. Okay, die letzten Tage seid ihr an eure Grenzen gestoßen mit der Anreise, mit den Songs. Und genau deswegen haben wir eine ganz geile Idee für euch, und zwar die nächste Challenge. Ihr werdet Danke. In euren Gruppen Let's go. Drei Songs heute im Studio aufnehmen müssen. Da freue ich mich doch jetzt wieder drauf, Alter. Oh, weg von diesem ganzen Düsteren. Und ihr werdet dann weg morgen raus nach Spanien gehen und drei Musikvideos drehen. Danke, ja, Mann. Oh. Ich bin immer noch nicht okay. Fertig. Pro Gruppe müsst ihr drei Songs aufnehmen. Ihr entscheidet selber eure Location, eure Kreativität. Wir werden eure Zusammenarbeit berücksichtigen, wir werden das Gesamtpaket berücksichtigen und die Performance und das Musikvideo. Das heißt, ihr werdet heute nur den Song aufnehmen, habt danach frei, morgen das Video und dann habt ihr nochmal frei! Ja! Ja! Urlaub! Habt Spaß, Leute, Alter. Danke, wirklich. Danke. Colin hat gesagt, er gibt einen Steak aus! Yeah! Yeah! Filetsteak! Let's go! Steaks! Achso, nee, nicht ganz. Also ich sag ganz ehrlich, wie gesagt, sehr, sehr schade alles gelaufen. Sehr, 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 sehr traurig, muss ich sagen. Für sehr viele hat sich ein Bild aufgebaut für die Leute und so weiter. Und ich finde es sehr schade von beiden Seiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstens von natürlich der ganzen Gruppe, die sich einer Person wegwendet. So, man muss professionell sein. Man sieht, jeder sieht das und das wird eine Außenwirkung haben. Soweit müsst ihr in Zukunft denken. Ich hoffe, dass die daraus lernen und ich hoffe, dass die immer daran denken. So, ihr müsst professionell sein. Wenn es ein Problem gibt oder so, klärt das. Oder klärt es nicht und dann seid neutral, aber seid den Leuten gegenüber, die keine Ahnung haben, nicht so, weil dann hat man ein falsches Bild oder hat zumindest kein neutrales Bild dem Ganzen gegenüber. Ne? Und ich finde, man merkt gerade, dass die Stimmung scheint wieder ein bisschen offener zu sein, scheint wieder ein bisschen entspannter zu sein. Und das ist für uns natürlich gut. Es ist schade, dass jetzt Hasuna draußen ist, so. Aber wenn es der Show anscheinend jetzt gerade wieder, dann sei es so. Jury hat entschieden und jetzt gehen wir rein in die Party, Alter. Bock da drauf, Alter. Ich hab Bock. Ich finde auch, dass es die Battles nicht geben sollte. Nö. An die Zuschauer, die nicht an meiner Seite sind, ich werde dafür sorgen, dass ihr an meiner Seite seid. Richtig. So, es darf nicht geopfert werden und so weiter. Aber haben wir schon drüber geredet, Leute? Wie gesagt, Schnitt und Regeln, das sind die einzigen Kritikpunkte meiner Meinung nach, die noch ein bisschen angepasst werden müssen. So. Und dann bei Tag haben wir vier unsere Ruhe. Let's go. Entscheidung eurer Studio-Sessions mit dem Musikvideo. Okay. Ihr hattet gestern die Aufgabe,
eine Studio-Session mit euren Teams zu machen. Pro Team solltet ihr 3 Songs entstehen lassen und dazu musstet ihr heute pro Team Videos drehen. Wie ist das Ganze gelaufen? Ich sage euch ehrlich, es gibt da draußen, ich will keine Namen nennen, gewisse Labels mit 200.000 Euro Budget, die haben nicht mal so krass. Ich sag euch auch, heute sind Sachen entstanden, davon können sich genug Leute eine Scheibe von abschneiden. Ich sage euch ehrlich, wir waren hier mit einem Kameramann, 2 Gruppen in 4 Stunden komplett gefilmt. Was wir in 4 Stunden erreicht haben, das ist kein Spaß. Ehrlich, und ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen schwer war für euch. Und ich sag euch noch eine Sache dazu. Wir als Kapitäne wollen auch nochmal sagen, wir sind übertrieben stolz auf unsere Mannschaft. Ja, und nochmal danke an die Crew. Danke an alle. Ein Applaus für euch alle. Nice. Was wir auf die Beine gestellt haben, ist nicht von dieser Welt. Alle zusammen an einem Strang. Ich sag euch auch ehrlich, das sind sehr, sehr viele zeitlose Tracks. Auf jeden Fall. Oh, zeitlose, ja, also Klassiker, okay. Schon, ja? Okay. Ja, Jungs, jetzt habt ihr uns natürlich extrem neugierig gemacht mit dem, was ihr gesagt habt. Jetzt wollen wir natürlich auch sehen, was sich hinter euren Worten verbirgt. Und dementsprechend würden wir einmal den Bayo bitten und auch den Shabab, die erste Gruppe, die gegeneinander antreten soll, runterzuschicken. Bayo, deine Gruppe wird anfangen. Shabab, deine Gruppe kann einmal hier vorne rechts schon mal Platz nehmen an den Türen. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was die Jungs gleich abliefern. Hä? Alles klar, dann würde ich als erste Gruppe Bare und Kenan vorschicken. Bare und Kenan. Was? Die haben einen Song gemacht, 3 Songs. Die haben 3 Musikvideos gemacht. Was müssen die jetzt abliefern? Zeigen die denen das Video oder was? Oder wie oder wo? Boah. Auf jeden Fall schicke ich meine Wenigkeit und Biggie und ja, Mann. Kann nur krass werden, jetzt schon. Ich bin gespannt. Musikvideo und dazu live. The Captain's Hermano. Wunderbar. Traumhaft. Bruder, ich dachte gerade, was passiert hier? Mit der neuen RTX 4060 und dem AMD Ryzen 9 Serie ist das Rendern von Videos schnell, optimal für unsere Vlogs und Episoden. In dem aktuellen Setup nutzen wir den Laptop an einem separaten Musik Monitor. Dabei, ne? Das Modell ist ein 14 Zoll Laptop, welcher für unser Team unterwegs optimal ist. Mit Razer haben wir einen perfekten Partner gefunden, der uns mit den perfekten Laptops ausstattet für die Arbeit, die wir hier bewältigen müssen. Irgendwie so süß. Die Verarbeitungsempfehlung von dem Laptop ist mega. Man kann ihn ebenfalls in heiße Regionen ohne Probleme nutzen. Ja, ich muss auch ein bisschen darüber lachen, Alter, wie deutlich die sprechen auf einmal und so, ne? Sau geil. Dankeschön an Razer, wir bedanken uns für die Zusammenarbeit. Made with... Dank euch habe ich eine neue Cuban Chain. Late. Schöne Präsentation, ja? Schön. Kommt rein in die Gruppe. Boah, ist das ein Traum, Junge. Ach, Mann, denkt ihr auch manchmal darüber nach, dass euer Leben einfach anders wäre, wenn ihr da so chillen würdet? Ab und zu Streams gucken und dann einfach ein paar Schritte nach vorne, rein ins Meer. Wahnsinn. Und ich wohne in Offenbach. Oh, Bruder. Geil. Geil. Nur lieber nicht, Mann. Das ist ganz weit entfernt. Das sind 13 Minuten. Mhm. Ah. Das ist gut. Ja. Oder sollen wir, meint ihr dieses Wunsch? Guck mal, ich wünsche euch viel Glück, aber liefert nicht ab, damit wir den Punkt bekommen, okay? Offiziell, Bruder, danke. Bitte verlieren. Was? Ab geht er. Dieses Jahr, der Kenner, der holt also sich was. Ich sag auch ganz ehrlich, ne? Da zocken ist aber ein ganz anderer Vibe, ja? Also ganz anderer Vibe. Einfach nur da zocken und dann durchs Fenster so ein Meer zu sehen, ist schon was anderes. Icon 4 wurde bei denen vielleicht ein bisschen Eib gemacht, aber dieses Jahr holt der Kenner seinen Hack zurück. Ich komm hier nicht raus. Bruder,
Gib dir mal diese Aussicht, komm mal mit. Auch wenn man, ich glaube, da reingeht, ich sag da nicht schon ab, Bruder. Ab ist boah, Bruder, komm, hier seht ihr die Amigo. Junge! Maria, was sie alles für dich machen. Mein Schatz, du hast uns aber gefickt. Wie geht? Mon chéri, ich hab mich an dir verbannt. Oh, ey, kennt ihr diese Videos, wo so Musikvideos verarscht werden, wo nur die Sounds kommen, so ne, von irgendwelchen Geräuschen? Kennt ihr das? So wirkte das gerade eben hier. Oh, mon chérius. Jetzt wird weiter gedreht. Du einfach deine Kamera so auf den Boden, Bruder. Machen wir. Kann einer die Box nehmen? Danny, wir laufen einfach noch. Achso. Kamera läuft! Oh. Ey, das ist nicht schlimm, wenn die Box hier liegt. Ich hoffe, meine Mutter kann. Werbung. Ich kann mir das so krass vorstellen. Dieses einfach im Auto, wie wir so Kippe rauchen. Aber nur so eine Sekunde kurz, weißt du? Wenn man damit merkt, man so, wie wir laufen, aha, wir reden, wir lachen. Aber jetzt nicht reden. Danach fertig, danach gehen wir. Oh, ist das schön. Was geht ab? Wow, was für eine schöne Beleuchtung, Mann. Einen wunderschönen guten Abend, Jungs. Abend. Wie war die Zusammenarbeit im Team bei euch? Baba. Mit Kennern immer Baba. Und wo habt ihr heute gedreht? Welchen Spot habt ihr euch ausgesucht? Wir haben geile Aussichten in Malaga ausgesucht. Ja, waren auch super gedreht. Von welchen Aussichten redet ihr genau? Und denkt ihr, euer Song passt auch zu dem ganzen Video? Ja, auf jeden Fall. Also, das passt auf jeden Fall. Wir waren auf einem Berg, wo man mit einer Aussicht komplett so Malaga gesehen hat. Dann wollten wir noch zu zwei, drei anderen Spots gehen. Das Ding ist, da durfte man halt nur mit Drehgenehmigung drehen. Ja. Deshalb haben wir dann auf Freestyle noch ein, zwei Sachen gesucht. Aber war im Endeffekt alles Baba. Und seid gespannt. Ich sag nur Arriba. Wie war es so, das erste Mal die Villa zu verlassen? Geil. Ach so, das, ja krass. Geil. Ach so, das. Ja, war geil, ja. Hat sich gut angefühlt. Villa, diese Villa ist wie Knast. Das ist schon ein bisschen verballert, okay, oder? Dann schauen wir jetzt mal in euren Song rein. Okay. Oh, wieder produziert von Alex Dehn und 430. Okay. Ring, dun, dun, ring. Warte. Warte. Da muss ich ja die Kamera woanders hin tun. Keiner. Okay, dann schauen wir jetzt mal in euren Song rein. Okay. Geil. Ich bin absolut ready. Wie oft schreibe ich ihr, doch sie gibt keine Antwort. Mon chéri, ich hab mich an dir verbrannt. Jedes Mal geb ich mein Herz und mein Schrank. Warte auf dich und du rufst nicht mehr an. Ach, wie oft, wie oft, wie oft, sag. Ach, wie oft, wie oft, sag. Wie oft hast du unsere Bilder zerrissen, hast du kein Gewissen. Oh, ma bella, deine Augen funkeln nach. Oh, ma bella, deine Blicke machen schwach. Doch, Baby, nur du, du bist die letzte Schlacht, die ich kämpf. Ich weiß nicht, wo ich hinkommen soll. Es ist die letzte Schlacht, die ich kämpf. Es ist deine Art, sie macht in mich fremd. Ich will nur dich. Du hast nie an uns geglaubt, hab nie vertraut, daran bist du. Trotzdem bin ich blind vor Liebe, such ein Weg, du bist meine Zukunft. Keiner kann mich verstehen, wie sehr ich sie will, ich bin nicht mehr da. Schöner Abwechslung. Keiner kann mich verstehen, ich rufe ihn an. Ey, ganz ehrlich, Kennern ist schon ein besonderer, muss man sagen. Ist schon besonders in seiner Stimme und so weiter. Ah, eigentlich beide, muss ich sagen. Harmoniert gut. Oh Maria. For 30.
Gib mal Alex ein bisschen Liebe, Alter. Schöner Beat, Mann. Macht Spaß zu hören. Passt auch alles vom Vibe her, muss ich sagen. Das Video macht Spaß. Ich find's geil, dass hier eine Kamera ist, wo man nochmal die Live-Reaction natürlich von denen sieht. Finde ich sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Okay. Das ist, fragst du denn jemals echt? Ich würde niemals fragen, wenn es egal wäre. Letzte Mission und dein letzter Tag. Frag mich, wie schnell du vergessen kannst. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen mehr Kenan-Fan, glaube ich, hier. Finde ich ein bisschen besonderer halt einfach, ne? Aber ich glaube, das ist halt echt Geschmackssache, ne? Das ist echt Geschmackssache. Senorita, verschwinde von mir. Ich will dich nicht mehr sehen. Du hast nie an uns geglaubt, hab nie vertraut, daran bist du. Schon. Trotzdem bin ich blind vor Liebe, such ein Weg, du bist meine Zukunft. Keiner kann mich verstehen, wie sehr ich sie will, ich bin ihr Paradies. Keiner kann mich verstehen, ich ruf ihren Namen, oh Maria. Gitarre, Alter, zu chaotisch und kein Inhalt. Naja, der Inhalt ist halt Maria, ne? Einmal ist Maria der Inhalt auf jeden Fall. Und ich glaube, der Inhalt ist außerdem Sommervibes, entspannen, einfach nur ein Sommersong. Ich glaube, da braucht man gar nichts irgendwie groß analysieren oder sonst was, Alter. Ist einfach ein Sommersong. Aber chaotisch? Fand ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Jungs, ich muss wirklich wie sagen... Wie gesagt, wir können das aus zwei Sichten immer sehen. Ne? Einmal, wir sitzen im depressiven, regnerischen Deutschland und fühlen sowas natürlich eher weniger, wahrscheinlich. Außer man kann sich so vielleicht ein bisschen drauf einlassen und die Vibes verstehen. Und ich sage euch ehrlich, wenn ich irgendwo in der Sonne wäre, am Strand wäre oder so und der Song würde laufen, ja, ich würde meine Hüften auf jeden Fall ein bisschen bewegen. Ich würde es jetzt nicht in eine Playlist packen, glaube ich. Aber ich glaube, so ein bisschen die Hüften hoch und runter würde schon funktionieren, glaube ich. Gerade hier für mich zu den zwei Kandidaten, bei denen ich wirklich mit einer der größten Entwicklungen sehe im Turnier. Das freut uns natürlich extrem zu sehen und das ist wirklich sehr, sehr stark von euch beiden. Der Song war wirklich sehr abwechslungsreich und ich fand, ihr wart wirklich eine richtig gute Kombo. Ein bisschen den Wackeldackel, genau. Besonders bei Kenner muss ich sagen, das war dein bester Song, den ich jemals von dir gehört habe. Also unglaublich geil gemacht und auch die Songstruktur habt ihr mega gut. Da muss ich aber sagen, da fand ich den Song mit Infinite nochmal geiler, ne? Mit Skandal und Infinite war das ja, ne? Der, muss ich sagen, das war, aber das sind halt auch wieder einfach zwei verschiedene Stile, ne? Ich glaube, wie gesagt, den anderen fühle ich jetzt mehr, weil ich halt hier einfach in Deutschland bin und irgendwie der Vibe halt passt so, ne? Der war da noch nicht draußen, ja, aber jetzt, heute ist der doch draußen, ne? Aufs Ganze. Ja, ist ja wurscht, wann der gemacht wurde. Also ich habe den ja jetzt nur erst gehört, ne? Von aufgebaut, daher. Es hat extrem gut harmoniert, auch von den Stimmen. Und Kenan, das, was ich bei dir immer sehr liebe, ist diese Aussprache. Zum Beispiel, du hast dieses Antwort so oft. Ein bisschen so ekelhaft, ich mag das an dir. Bade, wenn nicht jemand besser den Vibe treffen kann als du, wer dann sonst? Ich finde eure Duettpassagen, die ihr gemacht habt, auf jeden Fall sehr stark. Vor allem Bade bei dir, dieses etwas tiefere, leisere und dann Kenan mit dieses Druckvolle. Das hat auf jeden Fall sehr gut den Vibe getroffen. Deine kratzigen Töne, wenn du hochgehst, haben auch richtig gut gepasst. Das war auf jeden Fall eine sehr schöne Atmosphäre. Ich mag sein also Feedback. Auf jeden Fall ein sehr starker Song. Wie heißt er nochmal? Wie heißt der mit der Kappe? Ist das Xandro? Ich mag sein Feedback. Ja, danke schön für den Auftritt. Dann würde ich euch einmal bitten, jetzt Platz zu nehmen. Und dann würden wir einmal bitten, die erste Gruppe von Team Shabab vorzutreten. Das ist jetzt natürlich spannend, ja? komm. Geh einfach. Warte. Go! Wohin? Bleib mal da. Ja, immer da, mit der Oper. Mit dem Oper da sitzen. Habt ihr so eine Schokolade oder so? Oh, das Klavier. Schwanz.
Go, go! Was ist los mit euch, Jungs? Digga, endlich haben sie mal Spaß, Mann. Nice. Geil. Er macht's. Ich mach's auch. Ja, wir kennen uns schon irgendwie alle, ne? Also wir sind wirklich alle sehr eng miteinander, sehr gute Freunde geworden. Viel Spaß, wenn ihr wieder jemanden rauswählen dürft. Deswegen, ich kann eigentlich nur von guten Erfahrungen reden. Since I was young, I was a kid. Ja, ich mag den Beat, muss ich sagen. Ist das, wird der Beat genommen? Hey! Biggie, 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 can't you see? Komm schon! Team Captain Shabab meldet sich mit meinem Bruderherz Biggie. Guten Tag, guten Abend, schönen Tag, guten Abend. Shabab, Biggie? Yes. Wie war eure Zusammenarbeit? Also, ich weiß nicht. Maximum. Sehr viele haben drauf gewartet und dann haben wir es natürlich auch gemacht. Gepasst. Für welche Location habt ihr euch denn entschieden? Also was habt ihr so überlegt? Welche Spots passen zu euren Songs? Welche Atmosphäre habt ihr da gepickt? Also ich habe mir den Song öfters mit Biggie angehört. Wir haben uns die ganze Zeit überlegt, was für Locations wir nehmen können. Wir haben gesagt, klar, zum Beispiel jetzt ein Wasserfall oder so wäre auch krass. Aber die beiden unter einem Wasserfall wäre das einfach von der geil. Linie rauszustechen. Wir sind in die Stadt gegangen, haben Faxen gemacht, sind einfach durch die Gassen gebrettert, haben miese Aufnahmen gemacht, einfach auf. Ich sag mal so, wir haben uns gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, weil manchmal ist es besser, einfach zu machen, statt zu viel, viel true, zu überlegen. True, weil sonst true. Die Ideen, die man dann machen will, die kommen nicht so, wie man die im Kopf hat. Deswegen, wir sind in die Stadt gegangen, wir haben einen Wald gefunden mit viel, wie war das, voll weiß, voll so, keine Ahnung, viel Sand. Wie war das nochmal? Schau, Casado. Ohne Plan. Ohne Plan. Der filmt einfach so. Einfach so. Und guckt euch bitte an, was der für Videos macht. Also von daher, macht euch nicht verrückt, Alter. Macht euch nicht verrückt. Und, wir haben Faxen gemacht. Wir haben unser Spaß gehabt. So, das war das, boah, was Alter, geil der war. Schnurrbart hat geredet. Oder? Er hat doch gar keinen. Okay, Junge. Okay. Jetzt sind wir jetzt drauf. Auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und ich würde sagen, das schauen wir mal rein. Aber gern. Ist ein anderer Beat, oder? Einfach die ganzen Vlog-Aufnahmen oder wie, die wir gerade eben schon hatten, oder was? Oh. Ach so. Wo bist du, mein Baby? Hab dich so lange nicht gesehen. Sag mir, wo bist du, mein Baby? Hab dich so lange nicht gesehen. Sag mir, kannst du mich verstehen? Sag mir, du bist meine Nummer 1. Nur für dich, oder nur für dich, mein Leid. Boah, hab ich KMN-Vibes gerade. Holy shit. Nein, dieser Weg mit uns beiden ist weit. Wir sind down, ab und so down, dennoch zu zweit. Dunkle Tage sind vorbei. Treue, ich sag au revoir. Sie ruft mich an auf mein Mobile. Und ring, ring, ich bin nicht da. Ich hab Fotos auf dich, Alter, Babe. Mein vier Bruder sind bei mir kein Platz. Meine Kuh ist aus den anderen Spray. Steht so lange schon unter Verdacht. Klau dein Amulett, Mandara. Wege mir frisch mit dem Make-up. Pfaff dir mal Boro Cigara. Baby, I see you. Das Schuri sucht mich nicht mehr, denn ich hab mich vor ein paar Jahren schon nie verloren. Ich steh alleine und das Ding krieg ein Ende wie ein spanischer Matador. Dein Mann sucht mich nicht mehr, denn ich hab mich vor ein paar Jahren schon nie verloren. Ich steh alleine, hier sitzt im Krieg ein Ende wie ein spanischer Matador. Hey, sag mir, wo bist du, mein Baby?
Ich muss ehrlich sagen, es holt mich gerade noch nicht ab. Ich weiß nicht, woran es liegt, ehrlich gesagt. Ich finde die Hook nicht so geil. Diese Hey ist irgendwie, weiß ich nicht, fühle ich nicht so. Direkt dieser Vibe à la KMN, gerade bei dem Einstieg. Weiß ich nicht. Nicht so, ich tendiere gerade noch zu Kennern, ja. Noch. Video sehr sympathisch. Sehr sympathisch, muss ich sagen. Aber als Zuschauer ein bisschen doof, muss ich sagen, dass man halt viele Szenen, gerade das, wo er da als Schaufensterpuppe steht und so weiter, dass sowas halt schon vorher gezeigt wurde, dass es irgendwie, nimmt das halt diesen Witz daraus. Wisst ihr, was ich meine? So einmal lacht man vielleicht darüber, findet es ganz cool oder so. Aber dann nochmal im Musikvideo finde ich halt dann ein bisschen langweilig, ne? Leider. Also, wir müssen ja auf alles achten, oder? Wir müssen ja, es wird ja alles gewertet, oder? Also muss man da ja auch ein bisschen drauf eingehen, ne? Hab dich so lange nicht gesehen. Sag mir, kannst du mich verstehen? Hey, sag mir, wo bist du, mein Baby? Hey, hab dich so lange nicht gesehen. Hey, sag mir, wo bist du, mein Baby? Hätten die ein paar mehr Szenen gedreht hier, wo die alleine sind, bei der Straße? Ich glaube, dann wäre ich mehr in den. Also, ich fand das Video halt sehr. Als wäre das so ein Vlog mit Hintergrundmusik irgendwie. So, wisst ihr? So ein bisschen so. Ich wusste nicht, worauf muss ich jetzt achten, Alter. Das. Es ist alles ein bisschen sehr ablenkend von der Musik sein. Ich finde halt, ein Musikvideo muss eher die Musik unterstützen, statt abzulenken. Wisst ihr, was ich meine? Ja, wackelt zu viel. Es passiert zu viel, würde ich sagen, ne? Ja. Hab dich so lange nicht gesehen. Sag mir, kannst du mich verstehen? Melodie ist trotzdem schön. Schau mal, schlapp auf den Tisch, Wallah. Nein. Kein Eier. Fester. Schrei mal einfach. Tschüss. Ja. Digi, ich finde den Anfang, den du gebracht hast, sehr schön, sehr smooth. Vor allem, der passt auf dieses Schnelle. Mhm. Dieses das ist cool. Dankeschön. Aber bei dir auch, dieser Switch zwischen leise und wieder diese laute Stimme, diese Passagen, die ausgesucht sind, die machen dich auch aus. Das macht dich aus als Schön, dass dir aufgefallen ist, Sandro. Allah. I love you. Nicht nur das genau, sondern auch seine Stimmen. Wie viele Stimmlagen hast du? 90. Inshallah. Nee, das ist ja unglaublich. Also so der Stimmkontrast zwischen euch beiden war ja unglaublich. Hat sich sehr geil angehört. Also hat super harmoniert. Und ihr habt den Vibe auf jeden Fall gecatcht. Vielen Dank. Biggie, du weißt, ich bin ein Fan von deiner Stimme. Ich für meinen Geschmack würde sagen, an Kenan. Wäre jetzt auch nicht mein, also ne, ich glaube jetzt nicht, dass ich es in eine Playliste packe jetzt im Winter so, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das Ding halt schon im Sommer schon ganz gut läuft so. Bei Biggie und Shabab muss ich sagen, es war zwar irgendwo, Mann, die haben schon einen guten Vibe gemacht und alles, ne, aber ich finde, die können mehr. Wisst ihr, was ich meine? Gerade ein Biggie hat so eine geile Stimme, aber ich habe das Gefühl, dass, weiß ich nicht, da muss mehr kommen. Mehr, oder? Immer sehr, sehr stark. Ich auch so. Shabab, bei dir muss ich sagen, dein Stimmeinsatz heute wieder sehr, sehr geil. Und ich finde dich extrem interessant, allein weil du diese 90 Stimmen hast, wovon Emre redet. Es ist einfach verrückt. Ich muss sagen, die Hook bleibt im Ohr, sehr catchy gemacht. Danke für den Auftritt. Vielen Dank schon für euch. Ja, so, bevor ihr geht. Jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt. Oh, du hast recht, das hat echt was von Capo, weil wir von Grund auf verschieden. Oder ja, ich weiß, welchen du meinst. War das nicht Run, Run, Run? So, 73% Kenan Bare. Falls ich euch beeinflusst haben sollte, das wollte ich natürlich nicht. Nächste Runde sage ich meine Meinung erst danach, okay? Würde ich jetzt als nächstes mal bitten, die Gruppe 1 nochmal nach vorne zu treten, zu euch zu kommen. Bare, Kenan! Ich glaube nicht, dass wir alle Songs sehen. Glaube ich nicht. Okay, so kommen wir zur Entscheidung. So wie es in den letzten Tagen bereits abgelaufen ist, werden wir euch jetzt den aktuellen Zwischenstand mitteilen. Bevor ich dazu komme, möchte ich einmal sagen,
dass beide Songs wirklich sehr, sehr stark waren. Und es war wirklich nicht einfach. Wir müssen uns leider entscheiden. Wir würden den Punkt am liebsten beiden Teams geben, weil wir beide wirklich unglaublich stark waren. Für uns ist das eigentlich sowas wie ein Gleichstand. Aber ihr wisst, wir müssen. Ja, der erste Punkt, der vergeben wird, ja, ihr müsst. Geht an Biggie und Shabab von der Gruppe von Shabab. Vielen Dank. Auch dafür, natürlich. Natürlich auch dafür. Geschmack, Geschmack, Freunde. Als nächstes würde ich euch dann bitten, jeweils die zweiten Gruppen runterzuschicken. Aber Jungs, ey, ihr wart alle gewinnen. Ich weiß. Ihr seid natürlich auch nicht zufrieden damit. Ich weiß. Aber seid doch bitte einfach froh, dass eine Entscheidung getroffen wird. Ich weiß, es ist traurig, dass wir schon so weit sind, zu sagen, ey, es reicht uns schon, dass eine Entscheidung getroffen wird, ja? Aber wenigstens kommt eine Entscheidung und nicht wieder, ne? Wie gerade eben gesagt, ja, wir würden euch beide am liebsten und, ne, unentschieden und so weiter. So, ne? Also von daher, es wurde eine Entscheidung getroffen. Weiter geht's. Major, da dein Team verloren hat, ich find's würde auch schade. Ich dich jetzt bitten, aber was soll ich sagen? Dein Team als nächstes in die nächste Runde zu schicken. Alles klar, dann kann ich direkt. Soll ich mich jetzt bleiben. Aufregen? Und ich muss nur noch Skandal und Empfindet rufen. Ich schicke meine Gruppe vor. Gänse. Hab ich gerade. Shabab, wen schickst du vor? Ich schicke auf jeden Fall Azu. Ich bin bereit. Vito. Rasch. Dankeschön. So. Gucken wir mal ganz kurz, ja? Bari, Infinite, Bajor gegen Azu, Vito und Rasha. Bruder, Skandal ist natürlich damit gemeint. Ach, come on, Alter. Man darf sich nicht darauf verlassen, dass alles immer richtig ist, ja? Dankeschön. Ich darf nicht mich darauf verlassen. Also, Skandal ist das. Jo. Ja, hier ist es richtig. Ich bin hier mit Ei. Ach, ist ja. Jetzt ganz wenige dicke, fette Straßensongs gekommen heute. Wir fahren in ein Barrio Malaga. Wir haben den perfekten Song dafür vorbereitet. Liebe geht raus. Irgendwo in Malaga in der letzten Ecke. Oh! Alter, wie es da aussieht, ne? Seht ihr den Müll und so? Oh. Okay, dann lass anfangen. Aber für mich persönlich war die beste Challenge die mit Bayer und Infinite, weil wir da halt rausgefahren sind, haben etwas Neues. Ich kann mir echt vorstellen, dass Skandal, sobald der eine Maske aufhat, da bestimmt auch in ein paar Ecken oder so schon Probleme kriegen könnte, oder? Kann ich mir vorstellen. Infinite sieht so lieb aus, ne? Lernen. wir waren lieb. Unsere Familie besuchen. Ah, was ist mit der Kamera los? Amigo! Gib dir den! Komm! 1 Million on YouTube! Ewa! Rambo! Hey, Bruder, was ist das hier? Ich schwöre auf meine Mutter! Viel Papalapap. Geht doch mal als Künstler in so welchen Orten und macht mal ein Musikvideo alleine. So wie wir es gemacht haben, nur mit dem Kamerateam. Das ist Straße, guck dir das an. Bruder, die machen einfach Battle, wer das größte Messer mitbringt. Was ist eigentlich los hier? Einfach Along Park, Alter. Komm, lass machen, komm. Song an, Song an. Aguita, hombre. Hay que ser agradecido con los calores, hombre. Auch an euch die Frage, wie lief der Videodreh und wie habt ihr euch inspiriert, wie habt ihr euren Spot gefunden? Erzählt mal ein bisschen, was uns erwartet.
Also der Videodreh sehr gut. Also, wir haben sehr viel Spaß gehabt. Wir haben sehr, sehr viele geile Szenen gedreht. Wir ich erwarte so ein Brett. Geile Erfahrung gemacht. Der Skandal hat die Location ausgesucht. Er hat sich gestern hingesetzt, hat sich wirklich einen Kopf drum gemacht. Hat überlegt, wo können wir hinfahren. Und dann sind wir schon zur ersten Location gefahren. Und ab da gehe ich weg. Ich sage euch ehrlich, ich könnte jetzt so viel reden, aber ich könnte das nicht einfach so widerspiegeln, wie wenn ihr da gewesen wärt. Aber ich hoffe, wir können das mit dem Video, was wir gedreht haben, auch nur etwas zeigen, was wir heute erlebt haben. Egal wie das Video wird, egal wie der Song ist, alles. Aber das, was wir heute gesehen haben bei unserem Videodreh, das war einfach eine Lebenserfahrung. Und umso mehr hat es auch Spaß gemacht und auch einfach mit fremden, wildfremden Menschen zu sehen, wie die leben und einfach, dass sie unsere Musik so gefühlt haben und mitgemacht haben, das zeigt einfach wieder, dass Musik einfach eine Sache ist, die Menschen von egal welchem Alter, welche Klasse, welche Herkunft einfach miteinander verbinden kann. Schöne Aussage. Mein Schnurrbart hat gesagt. Schöne Aussage. Also an erster Stelle will ich das nochmal wiedergeben, was Infinite gesagt hat. An sich korrekt, aber das haben wir alle so gemeinsam ausgesucht. Also sprich, wir saßen alle da und haben gemeinsam die Location ausgesucht. Und wo wir waren im tiefsten Dschungel, ich weiß nicht, also da, wo ich mich am wohlsten fühle, zwischen irgendwelchen eigenartigen Menschen für die meisten, für mich sind das ganz normale Menschen wie jeder andere und da fühle ich mich wohl. Was? Und da war unser Heimvorteil und ja, das ist eine Sache, die ich an sich jedem Menschen mal, ich wünschte, ich hätte so eine Sache auch in Deutschland. Ich konnte mich leider da zum Beispiel, oder wir konnten uns vor Ort da nicht richtig bei den Leuten bedanken für diese Gastfreundschaft. Die haben sich sehr gefreut, dass wir da waren, genauso wie wir uns gefreut haben. Wir konnten die leider nur mit Wasser beschenken, aber wir hatten extrem viel Spaß, wie eine Familie, auch wenn es fremde Menschen sind aus einem ganz anderen Land. Sind die irgendwie gelangweilt von der Story? Und ich will mich auch zeitgleich an unserem Team-Captain bedanken, dafür, dass er uns so leitet seit Tagen und alle anderen. Ich küsse dich erstmal, Bruder, danke schön. Ja, Bruder, das war mal ein Songspiel, oder? Los niños de los perones nunca fue a la escuela, se arrepiente porque ahora son hombres, desde niño viven la miseria. Bruder, ich liebe sowas. Was ist mit der auf einmal los? Was ist das denn auf einmal? Los perones nunca fue a la escuela, se arrepiente porque ahora son hombres, desde niño viven la miseria. Sus maestros fueron a la calle, ya no sabe dónde ir. No sabe ni el de... Bruder, diese Sprache ist einfach so viel geiler als Deutsch. Was? Ey, drop mal eben einfach mal kurz einen Freestyle. Ich bin bereit, Mann. Ich bin bereit. Listen to Master Alex. Oha, so ein Beat hätte ich jetzt nicht erwartet. Ey, ja. Lauf dieselbe Straße wie schon gestern, nach Regen tropft auf den Nike Tech, wie eng versteckt in Ecken ab, Gesicht verdeckt, durch Reiter kepp ich. Nimm keinen Ernst und kann es sehen, wie Bitches Seiten wechseln. Shit ist importiert, Trips informiert, sie wollen die Leitung catch. Keine neuen Freunde, nennen es Neophobie. Dennoch ohne Maske passe ich in das Täterprofil. Ich treffe nicht Ziel und die Kugel ist Blei. Die Weste schützt die Brust, aber dein Kopf ist noch frei. Bayer, trag die Schafe wie ein Adana Spieß. Das ist dein Film in meinem Block, doch ohne Kamerateam. Pussy, besser ist, wenn du den Kopf einziehst. Wenn die Reifen brennen, merkst du, du bist doch kein G. Und ein kleiner Junge raucht einen Kamm vor der Schule, nur damit er wieder drauf sein kann. Alter, schöne Stimme, Mann. Ey, hattet ihr auch ganz kurz vielleicht so Gänsehaut, als das angefangen hatte, wo Infinite zwischen den ganzen Menschen stand oder so? Der, das hatte irgendwie was. Das hatte wirklich sowas, sowas Menschliches irgendwie, obwohl es irgendwie natürlich auch mit den Messern und alles so unmenschlich aussieht, so, aber trotzdem halt Menschen so. Bruder, Skandal, lecker, Alter. Bajor, was für eine Stimmlage da drin. Erst, ne, so eine tiefe, kratzige Stimmlage. Jetzt singt er auf einmal wie so ein Engel, Alter. Wundernice. Vor der Schule nur damit er wieder drauf sein kann. Bunkerpickets in sein Hauseingang, auch wenn es für morgen wieder aus sein kann. Und der kleine Junge raucht dein Kram, nur damit er wieder drauf sein kann. Immer noch da, ich bleib der gleiche und mach Steine zu Geld. Es reicht dein Papp, du hast ein Piep, als wär die Leitung besetzt. Ich mach die Nacht heute zum Tag und deine Kleine gibt Head. Und fuck, sie ridet dein Star, doch hat die Daimler gelenkt. Ich bunker Rex in meiner Tennissocken, bunte so wie Dennis Rodman. Lass den Laden brennen, ich stepp in Club, als ob ich Ferris Cop bin. Durch die City und dein Bruder trägt Attack 9. Läufst du mit deinem Bruder durch die Stadt, muss es ein Bank sein. Leerer Blick, Biaku gar nicht, bewege mich im toten Winkel. Essen City, graue Blocks, da wo mich keine Drohne findet. Ewa, ich bin die Nacht lang wach und mein Name ist Skandal, weil ich ein Skandal mach. Und ein kleiner Junge raucht ein Kampf,
vor der Schule, nur damit er wieder raus sein kann. Ich mag Tickets und sein Haus eingegangen, auch wenn es für morgen wieder aus sein kann. Und der kleine Junge rauft dein Kram. Singt eigentlich jeder einmal die Hook? Kann das sein? Jeder einmal die Hook? Nur damit er wieder trunk sein kann. Diese Pause, ne? Vor kann, diese Pause. Lecker. Nee, könnt ihr länger machen. Ah. Ra! Ey, komm, wir. Stell mal vor, wir kommen aus der Unterschicht. Stell mal vor, jetzt so ein Samra-Feature, Alter. Ra! Boah, der Song war geil. Der Song war geil, Mann. Wow. Ach, herrlich. Herrlich. Ich liebe es, dass es wieder um Musik geht, Mann. Ich liebe es, wirklich. Ich möchte sagen, erstmal eine geile Beat-Auswahl, die ihr da ausgesucht habt. Eure Stimmfarben haben richtig gut drauf gepasst. Ein Riesenrespekt dafür. Die Kombi ist sehr stark. Die Vergleiche waren sehr stark. Vor allem auch die am Ende von Skandal, wie du es beendet hast. Und eure Hook war auch stabil. Ja. Dankeschön. Ich muss also tatsächlich anschließen. Ich glaube, bei der Hook würde ich gerade sagen, war das Einzige, wo ich sagen würde, da war noch ein bisschen Luft nach oben. Aber fand ich trotzdem souverän so. Aber sonst, geiles Ding. Ich bin auf jeden Fall überrascht. Skandal? Ja. Du hast gesungen? Aus Versehen. Was war denn da los? Ich bin ausgerutscht bei der Hook. Nee, ich muss sagen, überraschenderweise echt gut gemacht. Also hättest du mir jetzt gesagt, ich habe vor zu singen, hätte ich gesagt, lass das lieber sein. Aber du hast das echt geil gemacht, muss man sagen. Stark. Wie gesagt, ausgerutscht. Ich bin da irgendwie gestolpert und dann war ich heiser und dann hatten wir den Salat. Ja. Passiert nicht nochmal. Ja, Bayer, dich kennt man ja melodisch und auch singend schon, hat man ja schon einiges gehört. Aber bei dir, Infinite, war es jetzt für mich auch was sehr, sehr Besonderes. Klar, beim Live-Event hast du jetzt etwas Melodisches drin. Es ist nur eine kurze Passage gewesen. Genau, ja. Aber jetzt so wie heute habe ich es auf jeden Fall noch nie gehört und ich fand es auch geisteskrank. Dankeschön, mein Bruder. Also vielen Dank. Generell im Gesamtpaket ein super Song. Wir müssen aber auch noch mal kurz zu dem Video sagen. Ich fand, das war das beste Video bisher. Ja, ich meine, auch Biggie und so waren natürlich auch unter Menschen und so weiter. Aber das hatte jetzt gerade nicht so diesen Touri-Vibe oder so, ne? Sondern das hatte halt einfach was. Das war einfach authentisch irgendwie mit Menschen, die da gelebt haben. Wie gesagt, dass die Frau am Anfang allein schon gerappt hat, das hat dem Ganzen nochmal so ein, wie soll ich sagen, so eine Authentizität, so eine Credibility gegeben. Das war nice. Das war nice zu sehen, Mann. Habe ich übertrieben gefeiert. Danke vielmals. Dankeschön. Achso, Vito Rasche. Jetzt bin ich gespannt. Boah, der Beat, Junge! Kranker Beat! Super Asu, Vito und Rasha. Eine unerwartete Kombination jetzt auch mit Rasha im Team. Yes. Ihr wart ja heute auf einem Videodreh. Wie war's? Erzähl mal ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Meine Stimme ist noch ein bisschen weg. Wow, war so krass? Bruder, das war Endstufe. Auf jeden Fall, es war eine brutale Zusammenarbeit. Und wir sind auch zu fünf gegangen, also Shabab und Biggie waren auch mit uns dabei. Wir haben uns erstmal Mühe gegeben, dass wir eine Gruppe abarbeiten. Mit viel Input und viel Videoideen und viele lustige Szenen, die wir hinbekommen haben. Und danach haben wir uns alle zu fünf auf unser Video konzentriert. Und ich kann gar nicht meckern über die Arbeit, ja. Es war einfach nur brutal gewesen. Boah, bin ich gespannt. Wo wart ihr denn genau? Was habt ihr alles gesehen? Und erzählt mal ein bisschen. Wir waren in der Innenstadt in Malaga. Haben da in Seitengassen da mit den einheimischen Leuten gedreht. Hat auf jeden Fall wirklich Spaß gemacht, mit den ganzen Leuten so zusammenzuarbeiten.
Und ja, Mann, ja. Auf jeden Fall eine schöne Zusammenarbeit mit den Jungs. Wie waren denn die Leute da drauf? Also wie haben die Menschen da auf euch gewirkt? Waren ja fremde Menschen. Wie war das Gefühl? Bruder, das kann ich ganz genau beschreiben. Ich bin reingegangen, Bruder. Die ganzen kleinen Kinder sind rausgekommen. Und alle haben die Hook mitgesungen. Bruder, ich bin so aus mir rausgekommen. Ich glaube, ich habe in einem Musikvideo noch nie so viel getanzt. Das ist cool. Ich habe mich bewegt, als wäre Michael Jackson mein Cousin, Bruder. Ich bin durchgedreht. Und Wallah, es war eine sehr, sehr krasse Zusammenarbeit. Eine Ehre mit Vito und Asun in einer Gruppe zu sein. Ja, danke schön für eure Worte. Dann schauen wir mal rein. Let's go. Boah, das wird eine das ist eine harte Runde. Kriminale, wenn die Lichter nicht mehr scheinen, riskiere ich mein Leid. Kriminale, Kriminale, Kriminale. Nimm ein Stück von Kuba lieber, ja wir führen so viel Kriege, weil wir keine Liebe kennen, sind all meine Brüderdiebe. Klackas, Haschak, Sattler, Marihuana. Mama, Papa, ich bin nicht mehr wie damals. Nein, ich bin nicht mehr wie damals, es hat sich vieles geändert beim Gehen. Die Augen bedeckt mit der Brille von Kazan, nur damit ich die Blender nicht seh. Sag mir nicht verleihen, denn ich kenn meinen Weg auch, wenn ich zu viele Ups und Downs hab. Mama sagt, pass auf dich auf, Schatz, aber ich bin mit Absicht Gauner. Hier ist alles anders, Frero, mir tut der Block nicht gut. Sie wollen mich dann dort duello, wenn ein Kopf mich sucht. Dann werd ich zum Bandolero, von Kopf bis Fuß. Von Kopf bis Fuß. Kriminale, wenn die Lichter nicht mehr scheinen, riskiere ich mein Leid. Kriminale, Kriminale, Kriminale. Ich reise blind durch warme Sonne und kaltem Wind, ey. Weiß nicht wohin, auf der Suche nach einem Sinn. Nur geradeaus, verdolle ich lauf, vielleicht packt mich der Gendarm. Sirenen sind laut, kommen sie ins Haus, dann bin ich schon längst gegangen. Schöne Stimme, komm sie rein, bin ich schon längst gegangen. Hab nur Angst vor Gott und vor dem Sensemann. Auch wenn ich mein Kismet nicht lenken kann, hab ich die Hand am Lenker dran. Hier ist alles anders, Frero, mir tut der Block nicht gut. Sie wollen mich dann dort duello, wenn ein Kopf mich sucht. Dann werd ich zum Bandolero, von Kopf bis Fuß. Boah, ich sag euch ehrlich, wäre... Oh, es ist schwierig. Ich will euch auch noch gar nicht beeinflussen. Ich will noch gar keine Meinung sagen. Ich sag noch gar nichts. Kriminale, wenn die Lichter nicht mehr scheinen, riskiere ich mein Leib. Kriminale, Kriminale, Kriminale. So, kurz Umfrage. Umfrage. Bevor ich jetzt irgendwie dazu was sage, du bist der größte Infinite-Fan. Was redest du da? Wie kannst du überhaupt, wie kannst du mit diesen Lügen überhaupt leben? Okay, 86% sind auch für Infinite. Ja, war ja klar, ne, dass ich auch sagen werde, Infinite. Ist auch klar so. Ich muss aber eine Sache sagen, ich hätte halt ganz ehrlich diesen Song in der ersten Runde... Wäre halt krasser gewesen für mich. Wisst ihr, was ich meine? So als Vergleich, so, ne, um zu battlen und so weiter. Bei dem hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss trotzdem sagen, das Video und der Song von Asu, den fand ich schon besser als den ein oder anderen in der ersten Runde. Ne, das kann ich ganz klar sagen. Musikvideo würde ich auch tatsächlich nochmal einen Ticken höher stellen als die aus der ersten Runde. Ich glaube, da, das Musikvideo würde ich an zweite Stelle setzen. Rasha fand ich überraschenderweise gut, also besser als die Runden davor, muss ich sagen. Aber das Ding von Infinite und Team war halt einfach was anderes. Und das Video und das ganze Zusammenspiel war einfach ein Musikvideo. Wisst ihr, was ich meine? Das Ding kann einfach so rauskommen, finde ich. Ich rede immer von den Teams, wenn ich die Namen sage, ne? Ich sag nur also, nicht alle ich Namen. Ich muss sagen, Asu und Rasha, ihr habt mir wirklich am meisten gefallen von euch dreien. Wobei das nicht böse gemeint ist, Vito.
aber die Jungs haben wirklich hervorgestochen. Klar, ich muss sagen, bei Vito den ersten Part fand ich eigentlich auch ganz nice. Muss man wirklich sagen, vor allem die Hook von Stimmlage fand Azu ich ganz cool. Bleibt im Ohr, ich hatte wirklich direkt Ohrwurm, ich hatte die direkt drin. Rasha, bei dir muss man sagen, du blühst hier richtig auf. Ja, fand extrem ich auch. Schön zu fand sehen, ich auch, das freut uns. Und ich hoffe, es geht so weiter. Ich muss sagen, eure Kombi war sehr interessant. Rasha, du hast auch mal gerappt. Was ja nicht immer. Ne? Das ist mir rauskommen von Seite. Beides kommt in die Playlist, sehr geil. Fall, das finde ich gut. Diese kleinen Details, die du immer einbaust mit deinen Stimmen auf diesem Beat, das macht dich aus. Du entwickelst damit gerade deinen eigenen Stil in dieser Musikrichtung, die du fährst. Bei Vito schließe ich mich ein bisschen den Kollegen an. Ich finde es trotzdem gut, dass du dich wieder getraut hast zu singen. Die Melodien waren auf jeden Fall gut, waren nicht schlecht. Azu, ich bin immer wieder begeistert von deiner Stimme, die du besitzt. Die ist nicht aus dieser Welt, ich weiß nicht. Also die klingt immer so. Das ist irgendwie bei Azu klingt ja, die Stimme, ne? KI, wenn du so, ja, da muss man Stimme, auch gar nicht mehr mischen und mastern. Also das ist, ja. Jetzt auch alles gehört. Also das ist unglaublich. Also bei dir klingt das auch irgendwie nicht mehr so natürlich. Also ich habe selten so eine Stimme wirklich. Mit so einer Stimmkontrolle gehört. Das ist unglaublich. Ja, das mit der Stimme, das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal jetzt gesagt, auch in letzter Zeit, ne? Ich hoffe wirklich, dass er sich nicht nur auf seine Stimme verlässt. Und da habe ich halt so meine Sorgen. Die sind jung, wisst ihr, so. Die denken wahrscheinlich auch nicht tausendmal nach und ne, weiß ich nicht was. Nur auf die Stimme verlassen wäre ungefähr so, als würde jemand mit Talent sagen, okay, mein Talent fickt alles und dann kommt jemand, der halt einfach hart arbeitet und das Ganze durchzieht und der wird gewinnen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, also ich hoffe, dass Azu sich nicht darauf ausruht und wirklich das Potenzial aus seiner Stimme rausholt. Du bist ja noch jung. Wir müssen kontrollieren, ob du nicht irgendwie Stimmen verzerrst. Ich hab GBL was immer meinst. Ja. Ich hab GBL was immer. Nix Master. Das war eine ordentliche Leistung. Ich danke euch. Azu, eine Sache noch hinzuzufügen. In meinen Augen hast du wirklich das Potenzial, hier am Ende vielleicht, je nachdem wie weit du kommst und wie sehr du dich anstrengst, als ein Star rausgehen zu können. Dementsprechend gib Gas. Wir sehen extrem viel Potenzial in dir. Schöpf es bitte aus und nutz die Zeit, die du hier hast. Sehr gut. Ich kann mich 100% nur anschließen. Ich bin ein Fan von Yasu. So 1 Million%, das ist unglaublich. Also, du liefst das jedes Mal ab, mit dem Hit zu Hit. Bist, ne? Und auch das ist wieder mal ein Hit, Jungs. Ich bedanke mich dafür, das auch wieder hier miterleben zu dürfen. Bei Rasha muss ich sagen, die Performance ist unglaublich gut gewesen. Also, du hast dich echt gesteigert und man merkt, dass du dich wohlfühlst. Du bist angekommen und gerne mehr davon. Also, das hat auch so einen kleinen Wiedererkennungswert. Das ist ganz cool. Und auch die Flow-Passage bei dir mit diesem Mama, Papa. Also, das ist echt sehr geil gewesen. Ich finde, das Feedback wird immer besser. Das war cool, aber man hat gemerkt, du bist noch nicht 100% aus dir rausgekommen. Also du bist noch. Ich finde, das Feedback wird immer besser. Mach das. Also detaillierter. Du hast echt talentierte Jungs um dich und du kannst viel mitnehmen. Aber ich feiere das, dass du so versuchst, facettenreich zu sein. Ein geiler Auftritt von euch allen drei. Schönen Worte. So, dann würden wir einmal die andere Gruppe auch zu euch nach vorne bitten. Also, ja, da steht einfach immer noch Barré. Da steht einfach immer noch Barré. Come on, Alter. So, okay. Jungs? Jungs, ihr habt es uns echt sehr schwierig gemacht. Also egal, welche Entscheidung wir treffen, ihr seid alles Gewinner in unseren Augen. Es war Respekt dafür. Ihr habt abgeliefert. Und egal, wer den Punkt mitnimmt, ihr könnt euch sicher sein, dass auch das andere Team den Punkt verdient hätte. Zu 100%. Nun mal ist das die Regel. Wir müssen einen den Punkt geben und ein Team verlieren lassen. Und im Großen und Ganzen haben wir uns auch dafür entschieden, aufgrund der ganzen Teamleistung und auch weil jeder auf diesem Song abgeliefert hat und auch als Team überzeugt hat, auch wenn es mir sehr schwierig fällt, einen hier als Verlierer rausgehen zu lassen, muss ich sagen, geht der Punkt an das Team von Bayor. Danke. Danke. Wenigstens den Punkt. Danke.
Ey, wirklich. Also wer jetzt nochmal. Nee, da wäre ich halt raus gewesen. Erste Runde, wie gesagt, ne, ist Geschmackssache, glaube ich. Da kann man diskutieren und weiß ich nicht was so. Bei der Runde, es ist natürlich wieder zwei verschiedene Stile gegeneinander. Aber ich fand einfach, Team Infinite war da einfach für mich persönlich, weiß ich nicht, hat mir mehr gepasst. Hat mir mehr gefallen. Okay, Jungs, ihr wisst, jetzt wird's ernst. Der letzte Punkt wird entscheiden. Shabab. Alter, wir haben alle Runden in dieser Folge. Schickst du jetzt deinen letzten Künstler nach vorne? Was? Die dann gegen den Team von Bayor antreten werden. So, die letzten zwei Künstler, die ich nach vorne schicke, ist Sakko und Walid Akawi. Alter, stimmt, die sind ja alle noch. Und Yesin als Gegner. Kali und Yesin? Einen schönen Abschluss. Kali und Yesin, ne? Okay, spannend. Ja, egal, wer gewinnt. Sekou Akawi. Bruderschaft bleibt für immer. Merke ich das. Oh. Werbung. Weiter geht's. Die kann man nicht die aufhaben. Ist die schief? Oh. Boah, denn Angst bekommen wir davon. Bam, 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 bam. So besser oder so? So zu oder offen? Offen, 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 auf jeden Fall. Aber so, ja. Wie kam es überhaupt zu dem Namen Zakawi? Ich heiße Akawi, er heißt Sakko. Der Bruder kommt von der Ecke und sagt, wie nennen wir uns jetzt? Zakawi. Ah, ja, Jungs, schöne Location. Ihr habt noch eine Stunde. Guck, 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 guck. Mach dir keinen Kopf. Also. Was war das? Oh, Dunja! Sag, wir aufwecken wir dir und kommen noch, du ziehst uns runter. Von wem war der Song nochmal, Dunja? Dunja! War das Raiz? Wer war das nochmal? Ach nein, natürlich, das war Hoodblack. Nein, Raiz war doch ein anderer Song. Oder war das doch Raiz? Da, ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Okay. Wie er schon lacht. Sekko und Zuckerbärchen Akawi. Was geht ab? Ihr was seht glücklich ab? Aus. Ja, wie war euer Tag? Was ist passiert? Wo habt ihr gedreht? Sekko, bei dir habe ich was gehört. Du bist irgendwie fast gestorben. Nein, was? Ja, wir. Ich erzähle aber gleich. Erstmal erzählen wir, wie wir Song gemacht haben. Und wir erzählen, wo wir gedreht haben. Willst du anfangen? Guck mal, ich wollte unbedingt was mit einem Rapper diesmal machen. Er ist ein geistkranker Rapper. Was ist deine Augen, mein Bruder? Er wollte was mit einem Sänger machen. Ja, Walla. Und er ist ein geistkranker Sänger. Oh, wie siehst du mich? Ihr wart ja schon auf dem Song. Süß, ja. Ja, deswegen, ja, wir haben gut harmoniert zusammen. Deswegen, da ist er gekommen und hat gesagt, ey, bitte Akawi. Nein, ich war. Bitte und so. Nein, wir haben uns gut verstanden. Wir haben einen Song zusammen gemacht. Wir haben so um die Welt, wie dreckig die Welt eigentlich ist, aber was deep ist, aber trotzdem was nach vorne geht. Deswegen bin ich echt gespannt, was ihr dazu sagt. Ich sag mal so auf ganz locker, wir hatten drei Etagen in einem ganz, ganz, ganz dunklen Schloss zur Verfügung und wir waren in der ersten, zweiten und dritten Etage und als wir in der dritten Etage fertig waren, sind wir runtergegangen und haben in der ersten Etage gemerkt, das frisches Blut. Ich erzähle, weil du bist, guck mal, was er gemacht hat. Nein, das war warte, schlimm. Warte, ich erzähle. Okay. Ich war der Letzte, weil ich mag die beiden. Zuckerbärchen und so, ich brauche lange zum Laufen. Ich bin der Letzte gewesen, wir laufen runter. Keiner hat's bemerkt. Ich laufe und sag, Anik, da ist Blut auf dem Boden. Da steht, don't let me go, mit frischem Blut, mit Finger geschrieben. Don't let me go, Walla, don't. Weißt du, was er gemacht hat? Und man musste Ruhe bewahren. Was hat er gemacht? Was hast du gemacht? Ich hab rumgeschrien, Bruder, ich hab keine Luft bekommen, ich musste rausrennen, Bruder, Walla. Ich fühle mich gerade wie in so einer Horrorkomödie. Wir geben unser Bestes, aber wir haben viel erlebt, Walla, viel gesehen haben wir. Jungs, damit ihr Bescheid wisst, das war einer vom Team, der das schreiben sollte. Was? Ja? Nein, war nur Spaß. Hast du sein Gesicht gesehen? So, okay. Ich hoffe, ihr konntet die Atmosphäre, die ihr da mitbekommen habt und erlebt habt, auch in euren Song verpacken, denn ihr wisst ja, jetzt geht's wirklich. Ich bin schon wieder anders verwirrt, ne? Anders verwirrt. Um Leben, oder? Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal in euren Song rein. Let's go!
Ich habe keine Ahnung, was ich erwarte, ne? Okay. Mond, Nacht, Horizont, Wolken über uns, starte grad ab. Psychopath, Orte nicht gesund, nur weil Worte hier verstummen. Forsche nach dem Grund, das Viertel abgegrenzt, doch ab morgen nur für uns. Ständig unterwegs, meine Route lautet Exit. Die Suche nach dem Sinn ist nicht unendlich, das siebte Jahr beendet. Sekko Rap Minister, Worte können wirken, aber nur wenn sie Gewicht haben. Glauben an das Schicksal, Leben schmeckt dir bitter. Für den Sonnenschein muss ich durch Regen und Gewitter. Siehst du nicht das Kristall in der Nacht, Kinder in einem Park, fuck the system. Die Stadt berichtet aber niemals von einem Parkgesinde. Immer wenn es Nacht ist, find ich nichts, was mir Kraft gibt. Bin im Scheißrausch, liege wach und ich schrei laut. Oh Dunja, Schweiß auf dein Mut, dein Block zieht uns noch runter. Wie viel Regen hast du schon geweint? Oh Dunja, sag wir auf Wolken, wir gehen, komm noch, du ziehst uns runter. Oh Dunja, ja, passt. Die harmonieren ja wie sonst was, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wie ein fertiger Song schon. Video auch gut, ne? Nicht zu viele Schnitte, nicht zu viele Menschen, zu viel was ablenkt oder sonst was, ne? Passt sehr, sehr gut zusammen. Sehr harmonisch gerade. Dunja macht aus mir einen Mad Marley. Hol die Leichen aus deinem Keller, du bist Ted Bundy. Crash die Party, in der du dich so fresh anziehst. Das ist sehr gar nicht, kaufe dich für'n Dreckswanni. Oder was für ein Einstieg, muss ich sagen. So die ersten vier Zeilen würde ich sogar sagen. Schön. Am Anfang war es echt okay, bis ich alles dann verkehrt rumdreh. Ich laufe durch den Scherbenweg. Boy is mine. Diese Chords sind langsam out, ja. Ich muss auch sagen, ich höre die immer öfter, habe ich jetzt in letzter Zeit das Gefühl, ne? Scheiben zu verdunkeln, die gesprungen zum Einsatz. So viele um mich rum, doch ich fehle mich scheiße. Begehe wieder sitzen, weil mich dann ja begeistert. Und bitte um Vergebung nur von Freitag zu Freitag. Immer wenn es Nacht ist, find ich nichts, was mir Kraft gibt. Bin im Scheißrausch, liege wach und ich schrei laut. Oh Daniel! Schweiß auf dein Mut, dein Block zieht uns noch runter. Wie viel Regen hast du schon geweint? Oh Dunja, sag wir auf Wolken wie dir, komm doch, du ziehst uns runter. Achso, das mit fertigen Song vorhin meinte ich eigentlich, dass es halt für mich ein Song ist, wo nichts da drin ist, irgendwie was mich stört. Und ein Song wäre, den ich so hören würde. Das meinte ich halt damit, ne? Also ein fertiger Song, also. Falsch ausgedrückt, ja. Oh, Dunja! Nix, was mich stört. Gar nix. Schönes Ding. Sehr authentisch, sehr echt. Ich muss sagen, ihr habt auf jeden Fall die Atmosphäre, die ihr gerade angesprochen habt, schön, auch wirklich gut in den Song verpacken können. Ich hab's auf jeden Fall gefühlt. Sekko, bei dir, deine Rap-Parts waren auch wieder ziemlich stark. Die waren so clean, die Rap-Parts, Mann. Wirklich. So clean gerappt, wirklich. Akaui, endlich mal höre ich wieder eine Passage von dir, wo du richtig mal wieder Dynamik aufbaust. Boah, ich fand aber die Pre-Hook auch stark, ne, muss ich sagen. Gerade mit dem Beat zusammen. Der Beat hatte irgendwie was. Irgendwas Geiles da drin. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das war, ob das eine Percussion oder eine Clap war oder so. Keine Ahnung. Und das war in der Pre-Hook so geil zu hören, gemeinsam mit der Stimme. Das fand ich so lecker, ne? Atzen in der Stimme, das macht ich auch, das gefällt mir. Auch eine gute Hook. Kann ich mich nur anschließen. Hook fand ich auch super. Endlich wieder die Energie, die wir bei dir lieben, Akaui. Sekko, du weißt ganz genau, wenn du anfängst zu rappen, dann nickt mein Kopf, da kann ich nichts gegen tun. Du hast es heute echt geil geflowt, dein Stimmeinsatz auch sehr, sehr stark. Dankeschön. Bei Sekko freut mich das umso mehr, weil man muss sagen, ich hatte bisher leider noch nicht so viel auf dem Schirm, was du wirklich drauf hast. Und umso mehr freut es mich, dass du dich das jetzt stimmt mehr beweisen kannst. Rap-technisch. Bro, du bist eine Maschine. Unglaublich. Ja, muss ich auch sagen. Hatte ich auch nicht so auf dem Schirm tatsächlich, ne? Stark abgeliefert. Sehr, sehr stark. Auch dieser Kontrast, wie du immer zu deiner Gesangsstimme bist. Schon bei Akaui. Ja, wenn du singst, dann ist das wie ein Vulkanausbruch, ne? Jetzt bin ich gespannt. Hat er die Faust gerade verkackt? Auftritt. Oh. Hat uns sehr, sehr Spaß gemacht. Dankeschön. Geiler Song. Vielen Dank, Ronald. Peace out, Alter. Bleibt alle gesund. Westside, Motherfucker.
Pirata Pia und Ole Passa. Ist auf jeden Fall ein schöner Song geworden, meiner Meinung nach. Ja, meiner Meinung nach. Also ich finde, wir haben auf jeden Fall, für mich, für meine Verhältnisse ist das was Nageln, also was ganz, ganz Neues, weil ihr kennt den Kali-Style, das ist der lässige und fick deine Bitch auf dem Rücksitz, bib dich Baby, irgendwie solche Sachen und Portemonnaie klauen, aber diesmal ist das der gebrochene, bisschen Mi Amor, bisschen Liebe. Nagelneue Reacts, nur für diese. So Freunde, und jetzt wird hier Rapunzel, lass dein Haar runter, ne? So. Bruder, der Wind. Den hier uns zieht noch eine Brille, glaube ich, aber an der Tisch haben wir. Bruder, das sieht aber schon geil aus, die beiden zusammen, ne? You're looking like you are. Five. Boah, jetzt wird natürlich was, ne? Okay, Bro, Action, come on. Brother da, Brother da. Peace, Bro. Kali und Yassin. Oh! Die haben aber wenig gezeigt, ne? Okay. Sehr interessante Kombination, mit der ich nicht gerechnet hätte. Wie kam das denn zustande? Wir dachten uns, wir machen mal was Neues zusammen. Wir dachten uns, hier in Malaga, wir sind hier zwischen vier Wänden. Man muss mal auch die Sachen, die keiner erwartet, ausprobieren. Hier zum Beispiel, ich bin hier. Boah, bin ich gespannt. Nicht, jetzt, seitdem wir hier angekommen sind, ich bin die ganze Zeit nur hier. Ich bin hier nicht. Ich sehe nicht diese Villa. Ich sehe nur meinen Kopf, was mein Kopf ist. Ich sehe Godesberg. Ich bin irgendwo da am Texte schreiben. Ich war heute das erste Mal draußen. Ich habe die Stadt gesehen. Ich dachte mir, hä? Wo bin ich? Ich habe kurz vergessen, dass ich in Spanien bin. Ich dachte, ich bin bei mir in Godesberg oder so. Ja, Mann. Aber auf jeden Fall, wir haben etwas sehr Schönes gemacht. Boah, das Meinung ist nach. So nice, was die erleben dadurch, ne? Wahnsinn. Macht euch die Vibes nicht kaputt. Streitet nicht. Klärt die Dinge. Seid erwachsen. Seid da einfach, ne? Und genießt diese Zeit. Weil wer weiß, ne? Wer von euch irgendwie sowas nochmal erleben kann oder wird, ne? Deswegen, Leute, genießt sowas. Ehrlich jetzt. Auf jeden Fall. So, ich wollte Blätter essen, als ich diesen Song so gedreht habe. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste. Wir haben zusammen etwas gemacht, was nicht mal erwartet war. Wir haben zusammen einfach was Neues ausprobiert. Geil. Und ja, ist gelungen. Schöner Vibe, schöner Vibe von den beiden. Gefällt natürlich auch den Boden und den Stern da oben. So. Wo habt ihr euer Video gedreht? Wie habt ihr euch inspiriert? Und denkst du, dass das Video, was ihr gerade gedreht habt, den Vibe widerspiegelt vom Song? Also ich würde auf jeden Fall sagen, safe. Weil wir haben diesmal auf jeden Fall was ganz Neues eingeschlagen. Auch wenn der Yassin sehr stark in dieser melancholischen Richtung ist. Es ist auf jeden Fall nicht meine Richtung, dieses ruhigere, laid-back-mäßige. Ihr wisst ja, wie ich so rappe, so in welche Richtung ich gehe. Aber ich finde eigentlich, wir haben auf jeden Fall diesen Vibe vermittelt, würde ich sagen. Und wer Kurven, den Vibe wir sind nicht. Kurven gegangen, wir haben den, obwohl das nicht. Safe, auf jeden Fall. Boah, jetzt bin ich gespannt. Nichts, was ihm gefällt. So, aber ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein sehr schöner Track geworden. Sehr cooles Song. Finde ich cool. Sind Walla sehr killer. Wir haben an dem Tag den Song komplett zusammen fertig gemacht, geschrieben, alles gemacht. Und deswegen so 100% Emotion auf jeden Fall mit Liebe diesen Song gemacht. Und nicht irgendwie was. Er ist so nervös, Yassin, Alter. Seite, wo man irgendwas schon kritisiert hat. Junge, guck dir das mal an. Malaga-Song. Dankeschön, aber so. Dürfen wir trotzdem noch erfahren, wo ihr gedreht habt? Also, ja. Wir haben auf jeden Fall an dieser Playa gedreht. Wir waren am Strand ein bisschen. Wir waren ein bisschen spät dran. Es war schon dunkel, aber trotzdem haben wir da auf jeden Fall was Cooles gedreht. So auf Outfits matchen an dem Strand, bisschen Sand. Bisschen dass keiner die Kolle-Line bisher gedroppt hat, ne? Kennt bestimmt keiner. Ich bin ein PLAYA wie ein spanischer Strand. Hier, Brudi. Willst du mich verarschen, Alter? Gerade wo ich mir denke, so, warum sagt das keiner? Warum geht keiner auf den Playa de la Blablabla aufs Wortspiel ein? Und du bist es einfach. Du bist es einfach, mein Süßer. Auf der Straße ein bisschen gevibed, ein bisschen performt, waren wir da. Sand geschlafen. Ja, und dann haben wir da ein bisschen, da sind wir an dieser Promenade vorbeigelaufen, haben da Leute uns gefilmt die ganze Zeit, haben die da mit uns gevibed, rumgeklatscht. War aber auf jeden Fall cool. In den Straßen von Spanien, das sieht eh alles sieht geil aus automatisch, alles catcht den Vibe automatisch. Kopf packen, willst du noch, lass es sein. Dann sind wir jetzt korrekt. Sehr gespannt auf euren Song und wir hören mal rein. Boah, das jetzt gegen Zecco. Okay. Wish my dumb
mich schuld, ich hab auf einer T-Max. Meine Bikers, echte G's sind alle Täter. Hab meine Zeit hier auf der Kaille liegen lassen. Das mit uns zwei, ein ganz anderes Thema. Kali pack Pakete, oh Senorita. Hänge abends in der Hood bei meiner Keep. Triff mein Cousin spät am Block vor meinem Beaner. Ja, bin in diese Ghetto-Luft verliebt. Mi amor, bitte sag, wie oft wurde der ganze Streit immer wiederholt. Hatte nur uns zwei und den lieben Gott. Aber mit der Zeit hat der Krieg begonnen. Ja, alles was du sagst ist Fassade. Ich dachte, dass wir seelenverwandt sind. Wie konntest du mich jemals verraten? Dachte, ich wär für alles gewappnet. Tage vergehen, Jahre vergehen. Baby, sag mir, kannst du all meine Narben verstehen? Jahre vergehen. Baby, sag mir, kannst du all meine Narben verstehen? Es dreht sich alles nur um Plata, Plata, halten uns über Wasser. Dass die Engel von oben mich betrachten. Warum, warum, warum kann ich die Zeit nicht mehr holen, die ich verpasste? So oft brachte ich mich zum Fallen, weil ich platze. Pardon, pardon, pardon. Und nimm mein Ende, wenn die Taten mich in Haft bringen. Ich kann den Neid nicht mehr sehen. Hör nur Kreisch und Sirenen. Unsere Mütter fallen in Panik. Oh, ist nicht leicht Start zu umgehen, in den Kreisen zu stehen. Das war schön. Am Ende gar nichts. Gar nichts gibt es hier gerade. Sie macht dich panisch, gefangen im Matrix. Alle kommen an, wenn sie wieder am Arsch sind. Das Leben ist so dunkel. Oma, wie musste er sterben, nur damit ich aufwache? So wollte ich's nie. Und musste lernen, nur damit ich's rausschaffe. Doch war verliebt in das Geld, was ich so gebraucht habe. Oma, wie, yeah. Tage vergehen, Jahre vergehen. Baby, sag mir, kannst du all meine Narben verstehen? Tage vergehen, Jahre vergehen. Baby, sag mir, kannst du all meine Narben verstehen? Es dreht sich alles nur um Plata, Plata, halten uns über Wasser. Obwohl es nicht so scheint, geh da rein, hol die Placa, Placas, wollte auch nur mein Dach haben. Ihr seid dran. Ihr dürft abstimmen. Ich will natürlich nicht beeinflussen. Ihr dürft jetzt abstimmen, für wen ihr seid. Okay, diesmal ist die Abstimmung, muss man sagen, ein bisschen entspannter tatsächlich. 63%. Aber ich muss auch sagen, ich fand tatsächlich Yesin, fand ich stark in diesem Ding. Und man hat auch gemerkt, dass es irgendwo mehr seine Richtung war. Ich muss halt einfach sagen, dass bei einem Battle, wo kein, also wo einer Afro benutzt irgendwie, Dancehall, Afro-Trap oder sonst was, und der andere auf einen Rap-Beat geht und das krass klingt, bin ich gerade leider eher so, dass ich auch tatsächlich die Rap-BPM ein bisschen mehr feiere. Muss ich ehrlich sagen, das war auch bei dem Live-Ding zum Beispiel Benz, ich glaube Bensko war das, der hatte glaube ich als einziger da richtig gerappt und weiß ich nicht was, fand ich halt irgendwo dann besonders, weil es halt heraussticht, weil es halt etwas ist, was nicht jeder macht, wisst ihr was ich meine? So, deswegen, ich muss sagen, meinen Punkt würde ich hier auf jeden Fall auch zu Sekko geben. Eine sehr unerwartete Kombination und auch eine sehr unerwartete Leistung von Kali. Ich muss aber auch sagen, ich fand Kali, Mann, warum, manche will ich Deutsch aussprechen, manche wieder Englisch oder so, keine Ahnung, Alter. Ich muss auch sagen, dass ich Kali, ich habe keine Lust mehr. Nee, was, ich sag nichts mehr. Was ist passiert? Man muss aber ein bisschen zeigen, also, weißt du, was ich meine? So, sehr, sehr cool. Ein bisschen was Neues zeigen. Ich wollte einmal zeigen, dass hier auch in Spanien entstehen kann. Oh, also, ja, schwierig ohne. Ich wollte einmal zeigen, was der Kali noch so drauf hat. In der Kombination mit Yesin auch noch, haben wir was Geiles auf jeden Fall auf die Beine gestellt. Und
Das hat Spanien mit uns gemacht. Auf einmal kommt nach Spanien, du kannst auf einmal singen. Ja, ja, ja. Ich wusste, weiß auch nicht. Ich wusste auch nicht, ich konnte singen. Auf einmal kann ich singen. Ja, ja. Das meine ich aber mit dem Vibe. So. Ich muss sagen, sehr, also für mich war es eine Überraschung. Und ich fand's cool. Ehrlich, stark gemacht. Ja, ich fand's angepasst. Auch stabil. Ja. Yasin, bei dir, du weißt genau, was ich bei dir liebe. Vor allem gegen Ende deines Parts, du hast wieder diese wehleidige Stimme. Das Boah, hat mich komplett und diese eine Stelle, wo er vor der Hook nochmal durchgeflaut hat. Das war lecker, Alter. Mensch, also ich liebe es einfach, deiner Stimme zuzuhören. Ich kann mich auf jeden Fall anschließen. Für dich war das auch, wie du schon erwähnt hast, was Neues. Kali, du hast dich auf jeden Fall gut anpassen können. Ich habe mich auch sehr gewundert, als du gesungen hast. Also das hat auf jeden Fall was mit dir gemacht, diese Reggaeton-Schiene hier in Spanien. Ich sag das. Yasin, bei dir... kenne ich das nicht anders, also dass du auf jeden Fall, du bist halt der Sänger und du hast es auf jeden Fall auch... Ja, ich muss noch tanzen, das ist das Einzige. Das war auf jeden Fall eine gute Leistung. Also ich muss sagen, ihr habt den Vibe auf jeden Fall zu 100% gecatcht. Bei Kali bin ich so überrascht, ey. Ey, das hast du so gut gemacht, weil ich habe dich halt noch nie so gehört. Weißt du, es ist eine Überraschung und ich denke, ich rede da auch aus der Sicht von allen. Und du kannst das gerne mehr machen. Also nicht, dass du jetzt ein Sänger wärst. Natürlich nicht. Sonst wäre ich ein Spanier. Nee, rap mal lieber mehr. Das wär's. Mehr rappen. Aber nein, ich küsse dein Auge. Aber hast du dich wohlgefühlt damit? Ja, safe. War ja am Ende auf jeden Fall, war ein Nervenzusammenbruch hier. Weil man wollte ja nicht irgendwas aufs Blatt hauen und irgendwie irgendwas einfach aufnehmen und abhaken, sondern es sollte schon was Cooles werden. War auch eine Herzensangelegenheit, war auch was Geiles. Auch in Kombination mit Yasin dachte man, dass wenn in die Richtung geht, dass das was Cooles wird und nicht einfach nur. Ich würde es feiern, wenn die Jury ein bisschen mehr Kritik äußern würde. Ja, also ich finde jetzt auch im Vergleich zu jetzt Rap La Rue oder so, ne, ist das halt auch, muss man sagen, jetzt kein Feedback und keine Kritik, wo man jetzt so viel draus machen kann, oder? Also es sind halt, die sagen halt Sachen, die halt ganz klar auffallen, ne. War ein stabiler Song, war ein souveräner Song so, aber ja, mehr sagen sie halt auch meistens dann nicht. Außer ich finde, er geht ein bisschen mehr in die Details. Aber ja, es ist halt mehr Unterhaltung, ne? Das darf man halt auch wieder nicht vergessen. Was nach vorne geht oder irgendwie, was schon gut bedient war, dachten wir nehmen sowas auf Spanisch und auf einen spanischen Dancehall-Beat. Hat das perfekt gepasst, würde ich sagen. Ja, die Hook jedenfalls war auf jeden Fall richtig gut. Habt ihr euch geil aufgeteilt. Ich bin auf sehr überrascht. Dankeschön für den Auftritt und Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön, dass wir da sein durften. Ich schwöre euch, ne? Würden die Folgen nicht, weiß ich nicht, wie lange dauern, Alter, würde ich, glaube ich, auch detailliert zu jedem immer so, ne, Feedback wie bei Rap La Rue, Alter. Da geht das, finde ich. Aber bei Folgen, die eine Stunde gehen oder so, Bruder, das ist mir halt auch too much, ne? Aber ich hätte Bock, ne? Wenn sie tatsächlich noch Jury suchen, ich bin am Start. Team Bayer und Team Shabab, danke erstmal für eure Auftritte. Ui. Ich danke euch. Eure Gruppen haben es uns absolut nicht einfach gemacht. Na, also hier wurde Hit nach Hit abgeliefert. Das ist das. Weil wir sind gerade an einem Punkt, da kommen nur noch gute Songs. Ich wüsste das wohl, wir sind der Villa. Ja, was soll passieren? Nee, aber halt klar, so, ne? Ich hätte vielleicht auch mal irgendwas erwartet, was vielleicht irgendwo ist, einfach wird, aber das ist unglaublich. Das ist nicht geil. Es wird wirklich immer schwieriger und dementsprechend werdet ihr natürlich auch dafür Verständnis haben, wenn wir uns 5 Minuten nehmen müssen, um diese Entscheidung treffen zu können. Wir werden uns in 5 Minuten wieder hier treffen. Sammelt bitte eure Teams zusammen und dann sehen wir uns gleich. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Ich glaube, es gibt einen Cliffhanger. Ich weiß, wir sind hier nicht da, um einen Versuch zu bewerten. So, du kannst ja viel versuchen. Versuch. Er hat's ordentlich gemacht, wie gesagt. Das ist eine schwierige Sache. An alle Künstler, wir wollten uns alle einmal bei euch bedanken für diese geisteskranken Songs. Erstmal einen Riesenapplaus dafür. Dafür kriegen wir jetzt eine Entscheidung, oder?
Dafür kriegen wir jetzt eine Entscheidung. Beide Kapitäne haben ihren Job richtig gemacht und ihr habt es geschafft, 3 von 3 Treffern zu gelangen. Nun mal ist das die Aufgabe und wir müssen ein Team verlieren lassen, auch wenn es uns schwerfällt und ihr alle Gewinner in unseren Augen seid, weil ihr alle abgeliefert habt. Und die Entscheidung ist uns nicht einfach gefallen. Wir haben uns folgendermaßen entschieden, bei dem letzten Song zwischen Kali und Yesin und Akawi und Seko, dass der Punkt an das Team von Shabab geht. Also an... Fuck? Aber das ist so... Hä, warte mal, jetzt bin ich überfordert. Deine Gruppe. Das war doch jetzt an Seko, oder nicht? Das war doch an Seko. Seko ist doch in dem Team. In dem Team von Dings. Das heißt, Seko hat die Punkte bei dem Punkt bekommen. Alles richtig. Alles gut passiert. Warum hat hier jemand vorhin geschrieben, du wirst ausrasten? Alles gut, alles richtig. Also für meinen Geschmack. Also, ne? Alles gut. Verloren. Ich bin begeistert. Und deswegen wird jetzt jeder von euch was sagen müssen, wen er aus seiner Gruppe rausvotet. Ah ja, jetzt kommt das wieder. Bayer, du fängst bitte an. Warum macht ihr so, Chef Koran? Ach, Warte mal, was? Jetzt entscheiden trotzdem wieder die, also, nee, was? Keine Zettelchen machen, oder wie? Also, da müssen die jetzt sagen, wer rausfliegt, oder was? Habe ich das richtig verstanden? Bayer, deine Entscheidung. Muss ich einen Namen sagen einfach? Ja. Ich will Bayo. Was soll jetzt passieren? Was soll jetzt passieren? Dass jeder dasselbe macht, oder wie? Boah, Bruder, ja. Hä? Was? Oh, ey, nicht wieder diese ganze krass. Opfern und ich weiß ich nicht was. Ich spiel mich selbst. Ja, ist doch das gleiche wie immer, oder nicht? Ist doch wieder dasselbe. Ich spiel mich selbst. Wir wählen niemanden, wir wählen uns selbst. Scheiße, wir sind wieder bei diesem Scheiß. Wir sind wieder bei diesem Scheiß gelandet. Nein! Ich wollte nicht, dass das wiederkommt. Warum? Ich wähle mich auch selber. Ja, ich wähle mich auch selber. Ich wähle mich auch selber. Ich gebe das Mikrofon an. Alles klar. Ihr habt uns genau das gegeben, womit wir gerechnet haben. Alles klar. Wir rufen euch in 2 Minuten nochmal zurück. Bleibt bitte hier vorne. Team Bayo, ihr habt die Entscheidung dem Zufall überlassen. Dementsprechend stehen hier eure Namen auf den Zetteln drauf. Und derjenige, der gezogen wird, wird eure Gruppe verlassen. Bruder, wir sind einfach beim Glücksspiel gelandet. Einfach eine Münze werfen. Und derjenige fliegt dann. Ah, ist doch scheiße. Okay. Und wird morgen die Chance bekommen, sich nochmal zu beweisen, wenn er jetzt die richtige Entscheidung trifft. Kannst du uns sagen, was die richtige Entscheidung ist? Das werdet ihr gleich sehen. Ich werde jetzt einen Zettel ziehen und den Namen vorlesen. Derjenige, der aus
wenn Tief in Bayor gezogen wurde und morgen die Chance hat, ist Jessen. Ist okay, aber ist okay, ne? Ist okay, so, der wird sein Ding machen, er wird jemanden auswählen und battlen und sonst was, ne? Aber, Digga, ist das wirklich das Prinzip? Ist das wirklich das Prinzip, dass wir per Zufall Leute auswählen und der muss dann gehen, so? Ich weiß nicht. Wofür dann die ganzen Challenges und alles? Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das hat alles irgendwie kein Gewicht. Wisst ihr, was ich meine? Yasin, du hast jetzt die schwierige Aufgabe, einen weiteren aus deinem Team auszuwählen, der mit dir eliminiert wird. Was? Wie? Was? Eliminiert. Was? Songbattle, oder? Eliminiert. Yasin, wen willst du? Was? Nein, das haben die nicht gemacht. Nein. Ja, genau der Blick. Das ist es. Das. Genau das. Songbattle, oder? Eliminiert. Also kein Song. Wen willst du? Alhamdulillah ist nicht. Auf jeden Fall, Leute. Guck mal. Wir haben alle Songs gemacht. Ein paar Songs haben gewonnen, ein paar verloren. Und ich habe einen Song mit Kali gemacht, mein Bruder Kali. Die Jungs, die einzige Gruppe, die noch verloren haben, sind Bare und Kenan. Und die haben letztes Mal schon gebettelt oder was auch immer. Und deswegen würde ich mit meinem Bruder zusammen gehen. Wir müssen auch sehen. Immerhin mit Liebe, ja. Aber... Warte, jetzt kommt's. Ihr beiden dürft jetzt auswählen, wer von den restlichen noch zwei gehen. So fühle ich mich gerade. So fühle ich mich gerade wirklich. So, ihr beiden, ihr dürft jetzt entscheiden, dass das und das und das passiert. Ab heute ist die Teamphase beendet. Beide Teams werden aufgelöst und wir gehen jetzt über zu der Solo-Phase. Okay. Kali und Yasin, ihr habt morgen früh die Möglichkeit, euch in einem Battle nochmal zu beweisen, aber ihr müsst jetzt auswählen, gegen wen ihr battelt und ihr könnt auswählen, wen ihr wollt. Zwei Leute. Good morning, what's up? Und auch heute werden uns eine handvoller Künstler verlassen. Da hänge ich. Seht ihr das? Da unten? Seht ihr das? Da? Das bin ich. Da hänge ich gerade an einem Seil. Über dem Wasser. Und verstehe die Welt nicht mehr. Okay, let the show begin. Let the show begin. Sehr, sehr geil. Okay, das heißt, die Jury, das ist schon wieder irgendwelche anderen Regeln. Ich mag das. Für uns immer was Neues, immer was Spannendes. Wisst ihr, was ich meine? So, richtig schön. Nachdem man dann gesagt hat, ey, die haben was entschieden, danach wird einfach wieder nichts mehr entschieden. Das ist doch geil, Alter. Das macht doch Spaß, Alter. Sehr schön. Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche Sonntag wieder. Ich bin komplett durch langsam, ne? Also jetzt bin ich wirklich komplett verwirrt. So per Zufall zwei Leute. Ey, aber...